So, und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Aufnahme ist ja leider abgestürzt. Müssen wir nochmal neu machen. Macht aber nichts. Ich hab's jetzt mal mit dem Modder gestartet, vielleicht klappt's ja diesmal. Perfekt. Na komm her. Super. Hat schneller geklappt als eben. Und ja, okay. Mussten wir gar nicht so viel nacheiern. Die geben 50 Mana. Die können wir ja jetzt trinken. Wir haben ja einen 50 Mana. Das reicht. Wie gesagt, da hinten würden wir dann ins Minental kommen. Andere Seite werde ich versuchen zu erreichen. Und ja, schauen wir mal. Also ich bin jetzt hier nicht mehr im Marvin-Mode, wie ihr seht, wenn man die F-Tasten drückt, also im Cheat-Modus, sondern im auch schon weiterhin im Fenstermodus, aber jetzt kommt das große Aber, im, na wie heißt's, im Modus, wo man Dingsbums, im, ja, Mod-Modus sozusagen. Wenn wir mal was gucken, ich glaube aber, das hat hiermit nichts zu suchen. Nee, okay, dann ist egal. Gut, wenn euch oben das die weiße Aufschrift nicht nervt. Aber ich denke mal, so schlimm ist das nicht. Bei so einem alten Spiel 2002 kann man das schon mal verkraften. Mensch, die Goblins.
So. Links, rechts, rechts, links. Super. Lederbeutel. Wunderschön, kann man eigentlich nicht meckern. Hier liegt auch noch was rum. Trank, Trank, Spürhaken, goldener Ring. Also die haben sich hier einen Menschen gebraten. Und gleich mal hier speichern. Hier oben kommen uns, glaube ich, noch ein paar Wölfe entgegen und dann können wir nämlich auch ins Minental gehen. Ist nämlich durchaus einfacher als der Kampf mit den Orks, den wir aufgenommen haben. Aber auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht, ne? Also es war ein bisschen tricky, hat ein bisschen was, ein bisschen Überwindung gekostet, ja, was mit den Orks, aber ich muss sagen, es hat sich im Endeffekt auch eigentlich gelohnt. Also nicht nur die XP, die wir bekommen haben. Rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, links. Super. Nicht nur die XP, die wir bekommen haben, sondern auch die Waffen, die können wir nämlich alle verkaufen. Und jetzt sind wir im Minental. Ja, hier ist es natürlich jetzt dunkel. Hier rechts sind die Orks schon wieder. Da würden wir dann rauskommen, wenn wir ja, auf dem anderen, und hier würden wir hier rauskommen. Ja, das können wir so vergessen. Gucken, ob ich schaffe, dass nur einer kommt. Hier mal Licht anmachen. Weil für mich wird das ein bisschen zu dunkel. Nein, ich habe keinen Mana mehr. Ach so, ja, ich Vollidiot, habe ja alles. So, hier gibt es noch einen zweiten Ork. Komm her. Dunkelpilz, Butlerfleisch, Feuerwurzel, Feuerkraut. Jo, und das ist die Welt von Gothic 1.
haben sie einfach ein Spiel mit eingebracht, ins zweite Spiel. Finde ich persönlich sehr geil. Wir kommen hier natürlich nachts an. Nein! Wieso? Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest. Ich bin jetzt hier kurz im Cheat-Modus, um mich so ein bisschen... Keine Ahnung, warum das hier so rumspackt. Entschuldigt. Entschuldigt bitte dieses Herumgeeiere, aber ich habe jetzt keine Lust neu zu laden, nur weil der Typ sich da festballert. Im Cheat-Modus kannst du mit K dich so ein bisschen nach vorne teleporten und mit F8 kannst du dich so ein bisschen zurücksetzen. Das ist immer ganz gut, wenn du zum Beispiel sowas hast wie ich jetzt hier. Aber da hoch sollen wir. Okay, dann geht das anders. Das muss aber gehen, dann geht das halt hier. Normalerweise müssten wir da hochgehen, ohne Probleme. Dann halt hier lang. Ist egal. Sau nervig, wenn es wegen irgendeinem Abhang nicht klappt. Das hat hier in dem Sinne nicht geklappt, weil, das seht ihr gleich, wenn es hier geht, so ein Stück schräg nach unten und da ballert er sich dann fest. So. Achso, ja, der hat ja die Waffe abgelegt. Nur einer, das ist gut, aber der Kampfpfad ist mir hier eigentlich zu eng. Ich will nur einen von euch. Warte mal, habe ich noch Eisblock? Wie viele Eisblöcke habe ich denn? Zwei. Ja, Eisblock ist schon ziemlich mächtig. So, ich sehe natürlich mal wieder gar nichts. Hier gibt es auch kein Bett oder nichts. Prall gefüllter Lederbeutel. Dieser Beutel, wo haben wir den denn? Gehört Diego. Ja? So. Ich weiß, dass wir den später brauchen werden. Deswegen lasse ich den zu. Für die Leute, denen Diego scheißegal ist, können Folgendes machen. Und zwar, wenn wir den Beutel aufmachen, haben wir 2000 Goldstücke drin. Klar, wenn du den aufmachst, kannst du dem Diego immer noch die 2000 Goldstücke geben.
aber ich glaube, der gibt dir etwas mehr XP, wenn du ihn in den Beutel bringst. Ich weiß es nicht ganz. Kavalon hat hier auch seine Hütte. Also Diego ist noch im Minental, aber wenn du halt nach draußen kommst, ist er wieder in der Stadt und dann heult er halt rum und jo, solche Sachen. So, hier sind wir ja angekommen. Da liegen noch Tränke rum. So. Deswegen lasse ich den einfach mal da. Weil 2000 Gold, wir haben ja eigentlich ganz viel Gold. Das bedeutet, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kann man sich natürlich auch ercheaten, aber... Da ist noch ein Ork. Es geht auch ohne bewegen. Die sind nicht mehr ganz so stark. Wir würden ungefähr hier rauskommen. Ja, hier ist noch ein altes Lager. Einbrecher, Trank, Apfeltabak, aber so ein Trüchen ist nicht da, okay. Was haben wir denn für Tränke bekommen? Also keine besonderen, eher so kleine Tränke, okay. Jo. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Und hier sind wir. Das ist automatisch, wenn du ins Minental kommst, dass dann Nacht ist. Jo. Wir haben hier noch keine Map, ne? Nee, das ist eine andere Mappe. Map. Nichts zu holen. Gut, hier ist aber nichts zu holen. Ja, die sind alle tot. Hoffe ich zumindest. So, bevor jetzt aber ich wieder was vergesse. Genau. Was habe ich denn für einen Gürtel an? Scherbe des Feuers, Scherbe des Schutzes. Jo. Obwohl, nee, warte mal. Hier gibt's noch was. Wie gesagt, von da sind wir ja rausgekommen. Hier oben rechts gibt's nichts mehr, aber hier gibt's noch was. Hier laufen noch ein paar Feldräuber rum. Na komm her. Hier gibt es nämlich noch etwas zu entdecken. Nein, mein Greenscreen. Der ist hier irgendwo. Hier gibt es auch eine Rune. Diese Rune ist nämlich ganz nett. Die bringt uns nämlich Teleport zum Pass im Minental. Das ist unsere erste Teleporter-Rune. Die will ich nämlich haben. Die bringt uns nämlich genau wieder hier hin. Wenn wir zurück müssen, dass wir nicht überall hin und her laufen. Das gibt's jetzt auch überall. Das bedeutet, wenn wir jetzt zurückgehen,
dann kriegen wir hier von Lord Hagen, kriegen wir eine Rune, die uns dann zum Hafen bringt. Irgendwann kriegen wir auch eine Rune, die uns zum Kloster bringt, oder wir können sie uns kaufen. Das ist der Angriff der Drachen. Keiner wollte uns glauben. Jo. Und den Drachensnapper, der ist genüsslich am... Der spachtelt da an der Leiche herum, deswegen schleiche ich mich mal da dran. Können wir den nämlich ordentlich überraschen. Ups. Oh, dieser Drecksack. Oh, scheiße. Ja, der ist... eine Nummer härter. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob ich die Orks da schon geplättet. Ne, habe ich noch nicht. Okay, gut, dann ist das halt so. Ich ziehe auf jeden Fall die Magierrüstung noch nicht an. Gut, da hinten gibt es ja nichts, also das bedeutet, wir machen ja auch nichts Großes. Wir sammeln alles ein und dann laufen wir weiter. Nehme ich auch gleich hier so einen Trank der Geschwindigkeit. Und dann sieht das alles schon mal ganz anders aus. Natürlich nicht vergessen, die Pilzchen. So, den Abspann müssen wir uns jetzt ja nicht nochmal angucken. Aber die Rune da oben darf ich nicht vergessen. Ja, Heilkraut ist jetzt auch nicht unbedingt so das Wahre. Der hält aber viel aus. Da ist nichts zu holen. Was? Das war nur ein Heilkraut, ne? Okay. Ja, sein Kumpel ist mit einem Mal. Können natürlich auch gucken, ob wir hier oben irgendwas finden, aber ich glaube nicht. Hallo. Rechts, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh ja, die Truhe hatte ich ganz vergessen, aber so richtig zu holen ist hier nichts.
Ja, die Mine ist eingeschürzt, da können wir nicht mehr rein. Und hier oben ist sonst auch nichts mehr. Im Gothic 1 war da noch was, im 2er Teil jetzt eher weniger. Aber das Spiel ist groß genug, also für 2002. Ich speichere hier mal lieber ab. Gucken, ob ich den so ein bisschen überraschen kann. Hallo. Na, den kriege ich aber. Also wir können entweder an dem vorbeilaufen oder wir können den platt machen. Ich würde den gerne platt machen. Was sagt denn unser Einhandkampf immer noch? Ich weiß nie, die Drachensnapper, die sind eigentlich genauso wie die Snapper, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie die sich bewegen. Ich guck mal, ob ich mir so ein Snapperkraut reinziehe. Jo, die sind auch natürlich dreimal so stark wie so ein Paladin-Zauber. Das bedeutet, wir können den leider nicht anlegen. Die haben da so eine heilige Lichtrune. Die sieht ein bisschen anders da aus. In der Dunkelheit ist das schon ein bisschen anders. So. Na komm her, Fliege. So, jetzt erstmal speichern. Ich bin nämlich froh, dass wir den Snapper geschafft haben. Weil den Drachensnapper sollten wir eigentlich normalerweise noch nicht schaffen. Muss ich mal ganz kurz gucken, woran der Unterschied liegt. Warum der Greenscreen so... Nee, bringt auch nichts. Irgendwie. Naja, muss ich nur mal in der Feineinstellung gucken, was es damit auf sich hat. Ist ja egal, so schlimm ist es ja nicht. Eine Fackel. Hier unten steht, glaube ich, jemand. Ja. Der gehört nämlich auch so ein bisschen zu dem Paladin. Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat.
Mach ich. Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts. Von da an ist es leicht. Ich kenne den Weg, aber die direkten Wege definitiv. Darüber kommst du hinein. Schleich dich so nah wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Okay. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Ich muss mir noch einen Namen für den Part ausdenken. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Wir können so um die, ja, hier sind echt einiges an Orks und einige an Orks unterwegs. Die Snapper sind noch kein Problem. Also der reguläre Weg mit den wenigsten Monstern wäre natürlich hier links direkt zum See. Oh, da ist ein Drachensnapper, den möchte ich eigentlich nicht aggro ziehen. Na, dann kommt mal her. Hier sind nur normale Snapper. Ich hoffe, es wird langsam. Denn der hat ordentlich was mitgenommen. Na gut, die sind ja kein Problem für uns. Super, wir sind eine Stufe gestiegen. Die Frage ist, was wollen wir mit der Stufe machen? Wir müssen hier sowieso überall lang. Oh je, ein Ork. Ja, solange es nur einer ist. Jo, mit der Magierrobe sieht das schon ganz anders da aus. Da kriegen wir echt viel Damage. Ich will mal gucken, ob wir uns irgendwie Magierrobe 40, 40, 20, 20, 20, Piratenrüstung. Jo. Weißt du was, ich laufe mit der Rüstung rum. Nee, das kannst du vergessen. Mit denen lege ich mich noch nicht an. So, wir werden natürlich hier auf jeden Fall so gut aufräumen, wie es geht. Aber auch nur so gut wir können. Wir müssen ja hier nochmal hin. Du bist nicht der erste Ork und wirst auch nicht der letzte sein, die mir hier klatschen. Wir müssen hier im vierten Kapitel nämlich nochmal hin. Okay.
Das Minental. Oh, ich liebe es hier eigentlich. Viel zu tun. Ich esse mal ein paar Blauflieder. Dann speichere ich mal ab und dann gucken wir mal, ob wir den Drachensnapper hier noch besiegen können. Ja, dann komm mal her. Jetzt wird das Spiel aber extra extrem laut. Jo. Gut, ich will hier einfach nur mal abklappern, was geht. Kommt aber später sowieso noch mal alles in Ruhe. Ich mache jetzt einfach das, was ich machen sollte. Den regulären Weg gehen. Und zwar Richtung Wasser entlang. Also hier sieht man, da hinten ist die Burg, da müssen wir rein. Um die Burg herum überall Orks, wirklich überall. Und ja, es ist alles nicht ganz so geil. Feuerkraut, Streitaxt, Feuerkrauttrank, Lederbeutel, Heilkraut. Heilkraut. Heilkraut? Jo, das ist doch schon mal ganz nett. Da fangen die Orks schon an. Von denen möchte ich mich so gut ich kann fernhalten. Auf der anderen Seite... Ja, das habe ich mir gedacht. Hey, ihr wart doch schon. Nee, das kannst du so vergessen. Zwei Orks sind schon hart. Aber drei sind dann schon ein bisschen brutaler. Das bedeutet, wir werden hier ganz in Ruhe durch die Gegend schwimmen. Immer schön. Das Ufer im Blick. Und die Lurker sind ja echt kein Problem. Die sollten One- oder Two-Shot sein. So, was haben wir denn hier? Gibt es hier nicht noch irgendwo eine Höhle? Habe ich ganz spät erst entdeckt, dass es da eine Höhle gibt. Wo war denn das? War das hier unten? Ich muss mal gucken, irgendwo war das. Hier unten war das. Ja, das ist bei dem Spiel manchmal ein bisschen buggy. Ja, so eine kleine Unterwasserhöhle gibt es eigentlich nichts Besonderes. Hier gibt es auch diese Täfelchen vom Addon, die gibt es hier leider nicht. Kann ich hier auch durch? Ja, hier geht es auch durch, okay.
So, ja, Sumpfgrat brauchen wir nicht. Wir müssen hier irgendwo rüber. Naja, die Blutfliegen kann ich ja schon mit dem Feuerpfeil mitnehmen. Das war mir so klar. Ja, das Problem ist, den brauchen wir im zweiten Part nochmal. Deswegen laufe ich. Habt ihr gesehen? Sobald wir hier was anziehen, was wir nicht sollen, gibt's auf die Omme. Na gut, kann ja nicht alles haben. So, dann sammle ich hier die Spruchrolle und den ganzen Scheiß nochmal ein. Normalerweise würde ich den ja umknüppeln, das ist ja kein Problem. Aber... Na komm! Im zweiten Male brauchen wir den NPC, glaube ich, noch. Also jetzt nicht wichtiges, aber trotzdem. Ist besser, wenn wir den nicht klatschen. Da steht auch schon eine Ork-Elite, die im blauen Anzug, die hatte so ein orkisches Kriegsschwert. Das wird brutal. Die sind echt übel. Die geben, glaube ich, auch 300, 450 geben die, sind... Also die sind schon eine ordentliche Hausnummer. Nee, die Blutfliegen kannst du so vergessen. Also links gibt's noch was, aber eigentlich nicht. Nichts Besonderes, deswegen... Ja, hier sind schon Orks und die Wargen, die... sind irgendwie die Haustiere von den Orks. Das ist schon mal ganz lustig. Habe ich mal gemacht. Ich habe mich mal in einen Wagen verwandelt. Kannst du ja hier machen ohne Probleme. Mensch, gehen die mir auf den Sack hier. Dann habe ich mal in so einen Wagen verwandelt und habe da mal einen Ork angegriffen. Dann kloppen die sich nämlich auch untereinander so ein bisschen. Ah, das war lustig. Aber natürlich geht uns da wertvolle Erfahrung flöten. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. So, ich will noch mal ein paar... Ja, meine Blauflieder neigen sich langsam dem Ende zu. Das ist aber ganz gut. So, hier rüber können wir... Na komm her.
Nach die Scavenger. Nichts zu plündern. Nichts zu. Da ist nichts zu. Nichts zu plündern. Gut. Dann mache ich die noch platt. Na, komm schon. Es wird unbedingt Zeit, dass ich mal ein bisschen mehr... Stärke bekomme. Na, den einen Ork. Natürlich gibt es hier in der Barriere sehr, sehr viel zu entdecken. Nicht da ist Lünder. Aber man ist leider durch die Orks ein bisschen eingeschränkt. Also Open World ist hier auch so eine Sache. Ich will nur den einen. Ja, kommen gleich alle. Das habe ich mir gedacht. Ich hätte gedacht, ich könnte den einen vielleicht ein bisschen alleine triggern. Aber es war wohl eine Fehlinformation. War wohl eine Fehleinschätzung, Fehlinformation. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich hier. Ich darf die Zeit nicht vergessen, weil hier im Minental geht das sau schnell. Drachensnapper, eine ganze Horde. Nee, lieber nicht. Die Keiler da vorne sind wir durchaus lieber. Wir sind auch schon bei 48 Minuten. Mach ich mal gleich einen Cut, nachdem ich hier mal alles aufgeräumt habe. So, die Wölfchen mache ich noch. Kommt her. Ach, ist natürlich ärgerlich, dass da hinten schon wieder ein paar Orks rumstehen. So, dann mache ich hier nämlich schon mal einen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.